Ja, vielen Dank für die Einladung, hierher zu kommen. Es ist natürlich eine große Freude, hier über das James-Webb-Weltraumteleskop zu sprechen. Ein Projekt, was wir ja seit 30 Jahren beinahe betreiben weltweit und wo wir seit über 25 Jahren auch mit dem DLR eng zusammenarbeiten. Herr Bachem ist da, der das damals mit in die Wege geleitet hat von der Vorderseite her. Und ist natürlich jetzt ein Schnitt von der Raumfahrtmedizin in die Tiefen des Weltalls zu blicken. Und ich würde da gerne als Übergang auch, warum wir Grundlagenforschung brauchen und warum wir solche Maschinen wie James Webb brauchen, ja, außer von Erfahrungen berichten. Letzte Woche, ich war in Regensburg, da hatten wir eine ganz große Ausstellung, Highlights der Physik, die wird jedes Jahr nach der Jahrestagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft gemacht. Und da hatten wir ein Exponat dabei, auch vom James-Webb-Teleskop. Und wir haben da 15.000 Leute gehabt, die sich das angeschaut haben. Und es war wirklich toll zu sehen, welche Begeisterung das in der Öffentlichkeit ausmacht. Und ich denke, das ist echt sehr schön, denn das hat natürlich unglaublich viel Geld gekostet, 10 Milliarden, über 10 Milliarden. Aber selbst wenn man die Zahl den Menschen zeigt, da fragt, sagt keiner, auch um Gottes Willen, da hätte man was Besseres damit machen können, sondern jeder ist wirklich begeistert, dass wir diese Maschine haben, um uns zu zeigen, wo wir stehen im Weltraum und wo unsere Heimat letztendlich ist. Also ich will jetzt im Wesentlichen ja natürlich auch über Technik reden. Wir haben aus Deutschland da ganz entscheidende Beiträge geleistet. Aber ein wichtiger Aspekt, denke ich, auch in der Grundlagenforschung ist natürlich die internationale Zusammenarbeit. Und das ist natürlich ein weltweites Projekt mit der NASA als federführende Agentur. Und ich zeige auch noch zwei weitere Projekte, die wir mit der NASA jetzt sehr eng zusammen betrieben haben. Das ist natürlich auch ein ganz zentraler Aspekt von der Grundlagenforschung. Wir haben am Institut bei uns 30 Nationen. Wir haben Kollegen aus Russland, aus der Ukraine, die da zusammenarbeiten. Und ich denke, diese Rolle der Wissenschaft, die dürfen wir natürlich auch nicht unterschätzen. Also wir sind natürlich da drin, aber ich glaube, das ist auch für die Öffentlichkeit natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt hoffe ich mal, dass der Film läuft. Vorher tat das. Das ist natürlich jetzt schade. Okay, ich schalte mal. Also Sie können sich, einige haben das vielleicht gesehen, im Dezember letzten Jahres, der erste Weihnachtsfeiertag, ist ja dann endlich nach dieser unendlich langen Vorbereitungszeit das Teleskop gestartet. Und der Grund war natürlich, was wir heute Morgen gehört haben, das ist eine Mission, die absolut an der Grenze des technisch Machbaren ist. Und es gab natürlich Probleme, es gab Tests, Dinge haben nicht funktioniert, man musste die beheben. Das war jetzt wirklich auch nicht möglich, teilweise Kompromisse zu machen, weil zum Beispiel große entfaltbare Strukturen einfach völlig entscheidend sind für die wissenschaftliche Nutzung, und die mussten einfach zur Funktion gebracht worden. Es hat einen Haufen Zeit gedauert und gekostet. Und letztendlich können wir, glaube ich, wirklich sehr stolz sein, dass wir am Ende diese Mission auf einer europäischen Rakete gestartet haben. Perfekt, also der Einschuss in den L2-Orbit, das ist ja ein Punkt, der 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg ist, um sozusagen da optimale Bedingungen zu haben. Also wir haben das Teleskop fünfmal so weit stationiert, wie der Mond entfernt ist, und haben da eben sehr stabile thermische Eigenschaften, um extrem empfindliche Messungen zu machen. Also der Einschuss mit dieser Ariane 5, der war wirklich perfekt, dass man eben auch für den Eintritt in den L2-Orbit eben relativ wenig Onboard-Treibstoff gebraucht hat, und wir jetzt eben wirklich eine extrem lange Lebensdauer von wahrscheinlich 20 Jahren vor uns haben. Also das war wirklich ein sehr, sehr guter europäischer Beitrag, und alle waren natürlich glücklich, als hier dann das Teleskop sich gelöst hat von der Rakete. Da sieht man es noch über dem Roten Meer davonschweben. Und jetzt in den letzten Wochen, im Juli, haben wir wirklich die ersten Bilder bekommen von James Webb, und die sind natürlich absolut atemberaubend. Also das sind alles, was Sie hier sehen, das sind jetzt die ersten Aufnahmen, die gemacht worden sind, die auch für die Öffentlichkeit natürlich gemacht worden sind, die sofort die sozusagen frei verfügbar waren. Es gibt natürlich auch Wissenschaftsprogramme jetzt schon, wo dann die Wissenschaftler eine gewisse Nutzungsdauer erstmal haben. Und ja, der erste Eindruck ist natürlich der, dass eben das Teleskop perfekt funktioniert und dass das wirklich fantastische Blicke ins All sind. Und die letztendlich, wenn man das jetzt mit den Aufnahmen vom Hubble-Weltraumteleskop vergleicht, die wir ja alle kennen und die auch in der Öffentlichkeit jetzt, seit das Teleskop um die Erde kreist, wirklich riesigen Gewinn bedeutet haben, allein schon von der Ästhetik, natürlich auch von der Wissenschaft. Ich meine, es gibt einige Nobelpreise, die natürlich da auf den Daten basieren. Auch vor kurzem die Entdeckung der dunklen Energie, die ja in der Physik wirklich ein riesiges Thema ist, was die dunkle Energie ist, die letztendlich unser Universum zu 96% ausmacht. Und ja, aber Hubble war eben letztendlich im Vergleich mit James Webb wirklich ein relativ kleines Teleskop, und was dazu noch um unsere Erde gekreist hat. Also hier sieht man letztendlich mal als Kurzzusammenfassung, was James Webb so komplex gemacht hat. Es ist letztendlich, dass es ein viel größeres, 6,5 Meter durchmessendes Teleskop ist, was
fürs Infrarote optimiert wurde und was nur so empfindlich sein kann, weil es eben sehr kalt ist. Also die thermische Eigenstrahlung des Teleskops wird minimiert dadurch, dass man das passiv gegen das kalte Universum abkühlen lässt. Und um das zu ermöglichen, braucht man ein riesiges Sonnenschutzschild, was Sie hier in dieser Aufnahme letztendlich da unten drunter sehen. Das hat die Größe von einem Tennisplatz und das war eben so die technische Herausforderung, das alles ins All zu bringen und das eben autonom sich entfalten zu lassen. Wenn Sie jetzt in den nächsten Wochen abends an den Himmel schauen, da, das kennen Sie wahrscheinlich, ein sehr markantes Sternbild, den Orion, den man da sieht, also diese drei Gürtelsterne in der Mitte, die Beteigeuze, Rigel, diese hellen Ecksterne, der da sehr markant ist, dann ist natürlich das ein Blick, der die Menschheit ja schon immer fasziniert hat. Deswegen ist die Astronomie natürlich wahrscheinlich die älteste Wissenschaft letztendlich, weil uns alle dieser Blick in den Himmel fasziniert. Aber was wir natürlich da sehen, ist nur ein kleiner Abdruck von der Strahlung, die zur Erde kommt. Und wir in der Astrophysik, wir nutzen natürlich jetzt das ganze elektromagnetische Spektrum, seit neuem ja auch noch die Gravitationswellen als anderes Fenster ins All. Und vieles ist natürlich da verborgen, denn wir sehen nur letztendlich thermische Strahlung von Sternen, also Sterne, die tausende Grad Celsius haben und da eben moderate Emissionen haben. Und es gibt natürlich Bereiche im Kosmos, die ganz anders sind. Also wenn ich jetzt das gleiche Sternbild Orion im Infraroten anschaue, dann sehe ich da im Prinzip, was dahinter ist. Das ist eine Menge Gas und Staub, dann stehen neue Sterne draus, dann stehen Planeten, wie unsere Erde vor Milliarden Jahren entstanden ist. Und diese Prozesse zu verstehen, die auch zu charakterisieren und natürlich auch jetzt wirklich andere Planeten anzuschauen, von denen wir wissen, dass die überall da draußen sind, die wir entdeckt haben. Das ist ein ganz großes Ziel von James Webb. Und darüber hinaus ist ein anderer Effekt noch dabei, der ins Infrarote uns schauen lässt. Das ist letztendlich der Blick zurück wirklich an den Urknall. Also wenn wir zurückgehen, 13,8 Milliarden Jahre, wo das Weltall entstanden ist, durch die Expansion des Raums ist eben die ganze Emission so stark rot verschoben, wenn ich jetzt von diesen sichtbaren Sternen ausgehe, dass ich die nur noch im Infraroten anschauen kann. Und deswegen dieses Infrarotteleskop, dieses gekühlte Infrarotteleskop. Hier haben Sie einen schönen Vergleich von der Dimension. Es war mal vor vielen Jahren vom Deutschen Museum, da hat Northrop Grumman, das ist die amerikanische Prime-Firma vom Teleskop und vom Satelliten gewesen, ein Modell nach Deutschland gebracht, aufgrund unserer engen Zusammenarbeit eben auch in dem Projekt mit Europa. Und da sieht man wirklich diese Dimensionen. Stellen Sie sich vor, das so ins All zu schießen. Das ist natürlich nicht möglich. Und es muss am Ende eben zusammengefaltet sein, dass es in eine Ariane 5 passt. Das war damals der mehr oder weniger größte Launcher, den man so sich dazu geplant hatte. Und es ist eben äußerst kompakt da untergebracht und hat eine riesige Zahl von entfaltbaren Strukturen, Auslöseeinrichtungen, Single Point Failures, wie es in der Raumfahrttechnik heißt, jeder Einzelne hätte dann eben dafür gesorgt, dass das Teleskop nicht funktioniert hätte am Ende. Und es ist natürlich eine äußerst komplexe wissenschaftliche Nutzlast gewesen und die Verzögerung teilweise und auch natürlich die Gesamtkosten, die liegen einfach daran, dass es eben wirklich an der Grenze des technisch Machbaren war. Und ja, das Teleskop, das sind alles natürlich sehr schöne Fotos. Das Teleskop selbst ist ja auch noch zerlegt. Das ist hier ein schöner Blick darauf vor der Gesamtintegration. Der ist natürlich jetzt das wissenschaftliche Zentralelement und die Instrumente. Also James Webb, stellen Sie sich als Wärmekamera vor. Also wenn die Polizei jetzt nachts nach einem Vermissten sucht im dunklen Wald, wo man kein Licht mehr hat und setzt eine Wärmekamera ein, das ist eigentlich ganz ähnlich an dem dran, was wir da machen. Wir haben vier Infrarotaugen letztendlich und zwei davon sind ganz wesentlich aus Europa und auch aus Deutschland entwickelt worden. Also das ist letztendlich ja wirklich das dann, wo wir die Wissenschaft machen. Also wir sind da wirklich ganz zentral mit dabei aus Deutschland und zum Beispiel der Nahinfrarotspektrograph NIRSPEC, das ist letztendlich das Prisma, die Lichtzerlegungsmaschine, um wirklich jetzt Physik und Chemie zu machen mit der Emission. Das ist gebaut worden bei Airbus in Ottobrunn-Friedrichshafen unter der Führung von Airbus, damals Astrium. Und letztendlich in eine zweite Kamera, die wir da haben, das MIRI-Instrument, da sind wir in Heidelberg mit Kollegen auch aus Köln sehr stark eingebunden gewesen, um eben dort alle beweglichen Teile letztendlich zu machen. Also das Licht kommt ja rein in die Instrumente, das sieht man hier schön, wird dann letztendlich gefaltet, dass das Instrument relativ kompakt ist. Aber wenn Sie jetzt quasi nur einen Detektor hätten, wäre das Instrument natürlich sehr limitiert in der wissenschaftlichen Nutzung. Und ein Instrument wird natürlich dadurch erst leistungsfähig, wenn es ganz unterschiedliche Beobachtungsmoden hatte. Gerade bei so einem Observatorium wie James Webb, wo wir teilweise ja gar nicht wissen, was wir in den 20 Jahren entdecken waren. Da waren völlig neue Objekte entdeckt worden, völlig neue Wissenschaft wird sich erst entwickeln im Laufe dieser Mission, die so leistungsfähig ist,
die 10.000 Mal leistungsfähiger ist als alles andere, was wir hatten. Und ich meine, man kann sich dann nur grob vorstellen, was da alles Fantastisches rauskommen wird. Und natürlich ist es wichtig, dass man jetzt eben wirklich eine Menge von Beobachtungsmethoden hat. Und das kann man natürlich nur durch Mechanismen machen, dass man eben das Instrument umkonfiguriert. Das ist in der Raumfahrt natürlich immer äußerst kritisch, weil so ein Mechanismus kann ausfallen und der ist letztendlich immer ein Single-Point-Failure. Wenn der stehen bleibt zwischen zwei Filtern, dann ist erstmal das Instrument komplett tot. Und da sind wir natürlich sehr stolz auch, dass wir da wirklich diese Einheiten machen durften. Ich meine, bei so einer teuren Mission und ist natürlich eine Menge von Expertise hier reingeflossen, die wir auch durch DLR-Forderungen in Deutschland in den letzten Jahrzehnten, in den 70ern beginnend schon mehr oder weniger gemacht haben. Gerade im Bereich Infrarotinstrumentierung, kalter Instrumente und auch Optik, Mechanik, Feinmechanik, das ist generell eine Kompetenz in Deutschland, die natürlich bei der NASA auch zum Beispiel immer wieder verwendet wird. Und wir sind auch über diesen Weg letztendlich dann von der NASA eingeladen worden, beim Nachfolger vom Roman Space Telescope, also vom James Webb-Teleskop, Entschuldigung, mitzumachen, im Roman Space Telescope. Das ist die nächste Flaggschiff-Mission von der NASA in der Astrophysik. Der Start ist 2026. Die NASA verfolgt hier auch eine ganz aggressivere Verfolgung des Zeitplans und der Kosten letztendlich, um nicht so eine James-Webb-Kostenexplosion hier nochmal zu erleben. Die Kosten sind immer weiterhin immens für so ein Teleskop im Weltraum. Das wird auch zum L2 fliegen, also sind hier auch über 4 Milliarden Dollar. Und es gibt im Prinzip zwei Instrumente da an Bord. Eins ist wirklich eine riesige Kamera, die mit 300 Megapixeln, das geht dann schon wieder in Richtung Big Science, Big Data Science, geht und die dunkle Energie weiter untersuchen sollen. Und dann gibt es ein Thema Exoplaneten, was natürlich immer wichtiger wird. Also extrasolare Planeten sind Planeten um andere Sterne. Da wissen wir mittlerweile, dass bald jeder Stern, den wir sehen am Himmel, hat Planeten. Und viele sind sicher auch artähnlich. Und man wird ultimativ natürlich wissen wollen, gibt es da drauf Leben? Was sind Signaturen von Leben? Man muss jetzt erstmal mit James Webb diese ganze Demografie machen von all den Planeten, was die für Eigenschaften haben. Und ultimativ wird man eben diese Planeten untersuchen müssen. Und da gibt es natürlich, das ist ein riesiger Kontrastumfang. Stellen Sie sich den blauen Punkt Erde vor neben der hellen Sonne vom Weltraum aus. Das sind 10 hoch 9, eine Milliarde Kontrastumfang. Und es geht nur mit einer Technik, letztendlich Koronografie, dass man mit Tricks optisch den Stern ausschaltet. Das ist extrem anspruchsvoll, weil das eine Optik sein muss, die sozusagen perfekt korrigiert ist. Das geht nur mit einer aktiven Optik. Und da ist eben auch die NASA führend und das Jet Propulsion Laboratory in Kalifornien, wo wir eben mit denen sehr eng zusammenarbeiten, haben eben für diese Mission auch wieder 6 solche Präzisionsmechanismen geliefert, die jetzt auch mittlerweile alle bei NASA sind, die jetzt integriert werden in das Instrument. Und dann hoffentlich da wirklich Durchbrüche bei der Untersuchung von solchen extrasolaren Planeten machen werden. Und in der Zukunft, wenn wir im Infraroten bleiben, gibt es bereits jetzt auch eine zukünftige Mission. Also wir sind jetzt schon sozusagen bei der übernächsten Mission, aber die in langen Entwicklungszeiträumen in der Wissenschaft ist natürlich klar, dass man das eben alles parallel mehr oder weniger entwickeln muss. Und da geht es im Prinzip um ein 2-Meter-Teleskop, was sehr kalt ist, womit man jetzt eben Spektroskopie betreiben kann, um eben ja, sehr entfernte Objekte zu untersuchen, was die für Eigenschaften haben und wo wir auch jetzt quasi eine Lücke füllen, das sieht man hier unten im Diagramm ganz gut, die zwischen James Webb existiert und dann im langen Wellenlängen dem Radiobereich, der vom Boden wieder zugänglich ist. Und SOFIA hatten wir hier ja ein Flugzeug mit der NASA zusammen, ein DLR-NASA-Projekt, was da sehr gute Forschung gemacht hat, bei hohen Auflösungen auch, aber was jetzt ja nicht mehr weiterverfolgt wird. Und dieser Wellenlängenbereich, der ist jetzt offen und den brauchen wir unbedingt, um da eben wirklich entfernte Galaxien und die Entwicklung der Galaxien im Universum zu untersuchen. Und das ist eben auch ein Projekt, wo wir im Moment mit dem DLA dran arbeiten, dass wir uns da an dieser NASA-Mission beteiligen können. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke für den informativen Vortrag. Auch hier haben wir jetzt leider keine Zeit für Fragen.